Und geht weiter mit dem 35. Teil des Minecraft Let's Plays. Jetzt mal in das Menü rein. Das ist Next, kriege ich so nicht im Griff, weil nämlich nicht die Priorität der Höhe und dann aufnehme, dann geht's nicht. Und ich habe gerade erstmal hier die Bäume wachsen lassen. Kann ich die nämlich abernten. War eine Schaufel dabei? Leider nicht. Leider nicht dabei. Dafür aber eine Axt. Kann ich mir das Schwarzeichenholz holen. Ist noch mehr Holz. Dann schon eine Menge Holz, die so ein Schwarz. Eichen bringen. Und ich wollte ja in der Pyramide den Boden ja komplett aus Sandstein machen. Dann wollte ich wieder auf weitere Reise gehen. Wollte ich dann in die Wüste. Du weißt ja, ein paar 30 bin ich ja, oder 29, bin ich ja durch deine Wüste gegangen, da muss ich wieder in die Richtung. Warte ich erstmal, na, da ist noch mehr Holz. Da muss ich mal eine Höhe bauen. Da ist noch ein Holzblock. Da ist auch noch einer. Komm ich auch nicht ran. Nochmal hochbauen. Jetzt dürfte der so wie Kane, das. Ich habe 64 und 9, also über einen vollen Stack dann von bekommen. Und hier sind Dschungelbäume. Ich nehme jede Holzader, also ich will dann ein neues Haus bauen. Auf der anderen Seite der Pyramide soll das dann entstehen, also dass ich dann eine noch längere Straße bauen kann. Das soll dann aus jeder Holzart bestehen. Da sind Akazien gewachsen. Soll ich hier noch mehr Dschungelholz abzuholzen? Nein. Dann schnappe ich mir noch ein bisschen das Akazienholz hier. Der sollte mal hier raus. Ich schieb's jetzt hier. Na, es geht nicht raus. Aber egal, ich kann hier erstmal ein wenig Akazienholz abbauen. Die Steinspitzhacke sieht auch schon gleich im Geist auf. Und Inventar voll. Das kann ich wegschmeißen. Ein Eichenholz kann ich wegschmeißen. Lass die Axt nochmal aufbrauchen hier. Die Axt, dass sie kaputt geht. Brauche ich nämlich nicht mehr. Kann nämlich. Man hört das Eichenholz wieder aufgenommen, diesen ein. Die kann ich ja auch hier theoretisch zu Stöcke umquarten. So, habe ich Stöcke und jetzt kann ich auch den Akazien wieder aufnehmen. Dann muss ich erstmal kurz was wegbringen. Wir sind auch wieder alle gewachsen. Und wie kann ich mache am besten eine neue Truhe. Und zwar ist die
Das sind zwei Truhen. So. Wohin damit? Hier, da sollen die ganzen sechs Holzarten rein. Und zwar hier das Schwarzeichenholz. Da das Tropenholz, da das Akazienholz. Hier ist so viel Eichenholz. Schichten. Eichenholz ist ja auch wiederum was anderes. Da ist so viel von. Da sollte ich auch mal wieder was machen. Ich habe ja immerhin vier Stacks voller Eichenholz. Und da habe ich bestimmt noch mehr hier. Hier ist 23 dieses Holz. Hier ist nochmal ein bisschen mehr Holz. Noch mehr Schwarzeichenholz. Ja, das ist anderes, alles. Das ist Fichtenholz, oder was ist das? Fichtenholz. Noch mehr das Holz. Hier ist das Fichtenholz. Nur das Birkenholz. Jetzt habe ich erstmal ein paar Bäume da, die decayen lassen. Das jetzt erstmal hier so ein bisschen Erde hin. Die gedroppten Setzlinge aufnehmen. Gedroppt hier so einige Setzlinge, da liegt auch noch einer. Wow. Wo habe ich denn die David-Schwarz-Eichen-Setzlinge? Die muss man hier 2x2, also wichtig. So mit 2x2 platziert man hier. So kann ich zwei davon platzieren. Und jetzt hier noch die diese Setzlinge mitnehmen. Okay, zu. Das sind hier, das sind Tropenbaumsetzlinge. Letzten. Oder ist gerade ein Apfel rausgefallen. Überhaupt aber nichts mehr. Tropenbaumsetzlinge hier wieder rein. Ein bisschen nervig, die zu und aufzumachen. Vielleicht könnte ich das hier wieder eine Tür machen, die mit Druckplatten ist. Die ich immer hier auf und zu machen muss. Und das decayt noch nicht, weil irgendwie noch die Holz drin ist. Da ist noch Holz drin. Akazienholz, Schwarzeichenholz. Da sind noch Akazien-Sitzlinge. Jetzt züchte ich jetzt jede Baumart hier. Vielleicht mache ich noch größere Flächen. Jetzt dürfte das hier alles verschwinden. Ja, jetzt verschwindet das. Dann kann ich erstmal noch. Also ich habe jetzt schon einige 64er Stacks an Eichenholz. Und ich das eigentlich in jeder Holzart muss ich erstmal noch die züchten. Jetzt habe ich hier ein Schwarzeichenholz, ein Akazienholz. Hier könnte ich die Akazien-Setzlinge am Ende packen. Die Eichensetzlinge, hier die Schwarzeichensetzlinge, die übrig bleibenden. Ich auch noch, ja, hier noch mehr solcher Setzlinge. Zack. Hier sind nochmal 27 mehr. Hier sind noch mehr Setzlinge. Da sind noch mehr Setzlinge. Da sind noch mehr Setzlinge. Oh. 64 Stack hier. Das ist hier, das ist Fichtenholz. Nicht das Schwarzeichen, das ist hier Fichtensetzling, Fichtenholz. Birkensetzling. Noch ein Schwarzeichensetzling. Steinaxt, ich habe ja noch eine Axt. Jetzt habe ich nur noch 27 solcher Setzlinge. Und das war's erstmal. Ich habe so viele Setzlinge hier. Können die eigentlich gar nicht gebrauchen im Moment. Und der erste Tag ist auch schon wieder fast rum. Also ich habe fast mit Holz abbauen. Ich habe schon mal hier ein bisschen Sand, weil viele nämlich vor der Pyramide erstmal noch gehen. Sand. So, zack. Muss ich noch ein bisschen was hier an Sand herstellen. Also Sandstein hier. Und deshalb ist die Sonne untergegangen.
Weil kann ich ja noch zwei Kühe töten. Das ist immer so die Regel. Ich habe mit sechs Kühe, ich töte 42 immer zu einer Art. Brauche ich jetzt mal zwei Nachtschichten hier. Wo ist deine kleine Kuh? Da ist eine kleine Kuh, da ist eine kleine Kuh. Also zwei kleine Kühe hier drinnen. Da habe ich diese getöteten Kühe immer wieder drin. Jetzt muss ich erstmal schlafen. Und es fängt gerade an zu regnen. Gerade wenn es dunkel wird, fängt es an zu regnen, aber jetzt. Ab zur Pyramide. Ich muss hier hoch. Da ist die Pyramide, die ich da. Die ist seit Part 15 fertiggestellt. Jetzt könnte ich vielleicht noch ein paar mehr Fackeln, also an den Ecken. Mal mehr Fackeln platzieren. Gucken, ob der schon spawnt frei ist. Ist nichts gespawnt hier drin. Der ganze Boden soll nämlich hier aus Sandstein gemacht werden. Was dauert aber eigentlich noch ein bisschen. Hier Sandstein. Dann gehe ich in den, oder ich gehe schon in diesem Part treffe ich Vorbereitung und um da am nächsten Part dann loszuziehen, um ganz viel Sandstein zu holen. Dann gehe ich nur mit. Also ich gehe dann nur mit etwa. Ich gehe dann mit. Sage ich. Sag ich mal so einige Spitzhacken aus Eisen. Rote habe ich mit keinem Inventar. Keine Brote im Inventar, das heißt, ich muss mir welche holen. Oder habe ich noch welche? Ja, ich habe da noch welche. Ich kann aber erstmal noch. Sollte ich erstmal weitere herstellen. Zwei weiter mit dem übrig und jetzt die 42 Eisen. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Kohle irgendwo. Und da habe ich noch ein bisschen mehr Kohle. Packe ich mal hier die Hälfte noch rein. Und jetzt bereite ich mich schon mal vor, dahin zu gehen. Und zwar brauche ich nicht Cobblestone, brauche ich nicht die Spitzhacke, nehme ich mit. Sticks brauche ich nicht, Sand brauche ich nicht. Apfel brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Weizenkörner, Leder, Weizen. Pfeil brauche ich nicht. Den Spring brauche ich Bogen auch nicht. Zäune brauche ich nicht. Wenn Stack einsparen, die Steinaxt. Packe ich auch weg. Das ist Nahrung, das muss ich behalten. Und ein Bett muss ich mir noch machen. Also ich baue noch ein weiteres Bett. Wo habe ich das denn? Da ist ein weiteres Bett. Und jetzt habe ich so erstmal genug Nahrung, um dann loszuziehen. Aber ich brauche noch einige Schaufeln, also sollte ich mir schon mal so einige Schaufeln craften. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, sage ich mal. 6 Schaufeln. Das ist ja genug Sticks. Oder einfach 4 Schaufeln. Und 2 Spitzhacken. Die Knochen nehme ich. Eine weitere Eisenspitzhacken hier erstellen jetzt. Und weitere Schaufeln. Damit ich mir ganz viel Sand und Sandstein holen kann. Dann brauche ich ja die Knochen eigentlich auch nicht. Die Wooden Plank muss ich mitnehmen. Die Kohle brauche ich dann auch nicht. Ich habe genug Fackeln.
Und diesen einen Stell, den kann ich jetzt schon mal verzehren. Und dann nochmal einen Platz im Inventar frei wird. Brot habe ich erstmal mit Nahrung. Und dann muss ich ein ordentliches, weil ich nach Kompass Freunde. Muss vergessen wir immer etwas. Kompass brauche ich jetzt noch. Kompass. Wo führt er mich denn hin? Ich führt mich in die Richtung. Ich bin dann da. Ist er noch da? Ist er noch da? Ich würde nur diesen Block nehmen. Sag mal hier eine Viererholz markieren. Das heißt, da ist der Spawnpunkt. Dann kann ich vielleicht hier richtig eine Art Skyline mal aufbauen. Und jetzt würde ich erstmal losgehen. Zu einer Wüste. Inventar ist dann hier leer, damit ich möglichst viel mitnehmen kann. Weil die Wüste liegt ja auch relativ weit weg. Deswegen muss ich auch ganz schön weit gehen. Wow, hier ist eine. Hier liegen noch Setzlinge und Eier. Und wir müssen jetzt lang. Hört die Zeige auch auf. Hier ist eine Mauer, weil ich den noch von 1.7 auf 1.8 umgestellt habe. Muss ich erstmal nach der muss ich eigentlich erstmal wirklich schnell erstmal zur Wüste hin, da brauche ich bestimmt eine Nacht, um dahin zu gehen. Aber dann muss ich erstmal genug Sandstein herstellen, damit ich die Wüste, damit ich meine Pyramide komplett auf Sandstein dann machen kann. Also den Boden bin ich ja gerade am Umbauen. Den Kompass habe ich jetzt nur mitgenommen, damit ich immer zum Haus zurückfinde. Ich komme nicht vorbei. Und so kommt man hier hoch. Ich werde jetzt mal den Part vielleicht auch ein bisschen länger laufen lassen. Und dann sagen, bis ich in der Wüste angekommen bin und würde dann die nächste Part beginnen. Also bis ich die erste Wüste habe. Ich bin ja schon mal hier in der Richtung unterwegs gewesen. Vor ein paar Parts gerade mal. Also vor etwa 2 Spielstunden war ich erst hier. Ja, nur 5 Parts vorher war ich noch hier unterwegs. Um hier wieder zurückzukehren. Diesmal laufe ich in die Richtung und zu den Wüsten, die ich hier hinten gefunden habe. Wenn wir direkt voll machen, dann dauert es immer ein bisschen, bis es wieder. Dürfte aber nicht mehr weit sein. Es dürfte nicht mehr so lange dauern, bis die ersten Wüsten wieder auftauchen. Da oben ist aber so viel Schnee, also ein Extreme Hills Biom muss ich auf jeden Fall noch durchqueren. Hier ist auch Andesit, Granit und Diorit. Alles 3 direkt aufeinander hier. Andesit, Granit, Diorit. Und hier ist auch Kohle an der Oberfläche. Das ist aber richtig geiles, sage ich mal, Biom. Hier, jetzt könnt ihr mich eigentlich auch gerne niederlassen. Oder ich muss ja eine richtige
Schnellstrecke zur Wüste bauen, würde ich in Zukunft ganz viel Sand zur Verfügung haben. Beziehungsweise Sandstein. Natürlich dann Holzblock hingebaut. Da ist weiterhin Berge. Wir sind hier auch Fichten. Bin jetzt schon seit 20 Minuten hier am Aufnehmen, aber wird er wie gesagt erst beenden, wenn ich hier ist eine schöne Treppe eigentlich hier hochgekommen. Und es wird dunkel, also wirklich eine erste Nacht. Da ist der Mond und da ist die Sonne. Jetzt erstmal wieder runterfinden. Und jetzt schon schlafen die noch nicht. Noch kann ich nicht schlafen, aber eins, das Risiko zu sterben würde ich als gering beurteilen. Immer noch nicht schlafen. Das liegt daran, dass ich mit vielen Punkten, dann nicht viel Hunger, ich habe viel Nahrung mitgenommen. Und kann immer die Nächte überspringen, in denen ich schlafe. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Muss ich denn jetzt hin? Die Sonne geht. Muss ja entgegen der Kompassrichtung laufen, würde ich. Damit ich Richtung Wüste laufe. Aber hier will ich die Schaufel noch nicht aufbrauchen. Aber ich will mein Inventar möglichst leer halten. Dann könnte ich ja die beiden Eier rausnehmen, nicht. Erde sei hilfreich fürs Hoch- und Runterbauen, was man mit der Hand auch abbauen kann. Hier ist auf jeden Fall ein Fichtenwald ohne Schnee. Ist das denn hier für Schere? Habe ich sowieso nicht dabei, weil ich bin jetzt schon mal hier beim Fichtenwald wieder angekommen. Da hinten ist schon Sand. Das ist hier schneller hier rüber zu schwimmen, anstatt da den Umweg übers Land zu nehmen. Ich weiß es nicht. Und muss man unter Wasser tauchen, hier ist Sand, aber man muss noch weiter, um zur Wüste zu gelangen. Mein Ziel ist ja, also, warum ich jetzt hier unterwegs bin. Wie gesagt, ich brauche Sand, jede Menge Sand für eine Pyramide. Hier ist sowieso schon Sand, da kann ich ja schon, hier eigentlich schon anfangen. Den Baum mache ich auch mal weg hier. Nein, die mache ich nicht weg. Hol ich schon mal ein bisschen Sand hier. So, jetzt mal hier ein bisschen Erde und Sand abbauen. Na, verletzt mich. Ich habe ja gesagt, ich will den Part ja jetzt beenden. Also, ich bin jetzt auch bei 25 Minuten, deswegen
Denkt mal, hat euch gefallen, dann einen Daumen nach oben, teilen und abonnieren. Bis dann und ciao.